Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Neko mit einer neuen Folge Monster Hunter World. Wir sollen mit dem Chefökologen und mit der Meisterin der dritten Flotte sprechen. Dann schauen wir doch mal, das hier müsste der doch sein. Da brat mir doch einer einen Storch. Du warst für unsere Forschungsanstrengung wirklich eine große Hilfe, was? Pass auf, ich werde eine spezielle Quest ausschreiben, nur für dich. Zweimal vom Blitz getroffen. Es ist eine Untersuchung zu Kirin, dem Drachenältesten, von dem ich dir erzählt hatte. Wir müssen unbedingt mehr über ihn herausfinden. Und jetzt weg mit dir. Mach nur weiter so. Okay, wir haben die Quest für Kirin, Töte einen Kirin bekommen. Aber mit wem sollen wir denn hier sprechen? Chefökologe, bist du das? Ein kluger Biologe. Ah, hier ist er. Ich wollte auch sagen, er kann doch nicht weit sein hier. Ne? Ah, da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet. Wir haben herausgefunden, welcher Drachenälteste im uralten Wald patrouilliert und wo du ihn finden kannst. Der Name des Drachenältesten ist Kushala Daora, genau das Sturmumwetter. Diese Drachenälteste beherrschen ein weitläufiges Gelände. Bestimmt hast du von Sichtungen in der alten Welt gehört oder sie selbst gesehen. Wenn einer hier in der neuen Welt lebt, müssen wir ihn studieren. Wir müssen einfach. Ich habe dem Enkel des Kommandanten gesagt, wo man den Kushala Daora finden kann. Sprich mit ihm, um mehr herauszufinden. Na, was gibt's? Okay, der hat das Monster-Lexikon aktualisiert. Rede mit dem Anführer des Feldteams. Der ist doch immer da unten. Ja, der steht hier unten. Ich wollte auch sagen, der ist doch hier nie weit weg. Ich weiß nie, was ich mit dem Schwein machen muss. Es knuddeln oder dann stößt es. Oh, ich wollte gerade sagen, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber normal stößt er uns immer sofort weg. Die Gelehrten der ökologischen Forschungsgruppe haben uns mitgeteilt, wo wir Kushala Daora finden werden. Er befindet sich in der Heimat der Ältesten. Er muss den uralten Wald verlassen und zum Schlafplatz zurückgekehrt sein. Das sind gute Nachrichten für uns, da wir ihn nicht in der Nähe der Basis haben wollen. Genaue Informationen gibt es in einer Quest, die ich vorbereitet habe. Der Rest des Feldteams ist bereits auf dem Weg dorthin. Stoße so bald wie möglich zu uns. Kushala, ach, so schnell konnte ich jetzt nicht lesen. Wir sprechen aber trotzdem mal mit der Meisterin der dritten Flotte noch. Gucken, was sie uns zu sagen hat. Bevor wir den Drachen angehen. Dauert wieder ein bisschen mit dem Ladebildschirm. Okay, dann gucken wir doch mal, was sie uns zu sagen hat. Der Kushala Daora, es gibt ihn also in der neuen Welt. In der alten Welt beherrscht er ein weiträumiges Gebiet. Das bedeutet, dass er oft gesichtet wird. Einige Gelehrte meinen, dass er sich bei ihm um den typischen Drachenältesten handelt. Wenn er es bis in die neue Welt geschafft hat, müssen wir ihn erforschen und zeigen, wie groß sein Gebiet wirklich ist. Nein, das möchten wir jetzt noch nicht direkt machen. Wir wollen jetzt erstmal mit der Ältesten noch reden. Oder der Meisterin der Ältesten, sage ich hier schon. Da bist du ja. Ich habe nach dir gesucht.
Auf dem Weg ins Tal der Verwesung, um nach einem Drachenältesten zu suchen, oder? Der Admiral war gerade da und hat mir alles erzählt. Lass mich dich auf den neuesten Stand bringen. Das Miasma im Tal hat sich verdichtet. Jene Frau da drüben war es, die es gefunden hat, als sie da draußen unterwegs war. Glücklicherweise hat sie mich sofort über die Anomalie informiert. Wir haben dieses Phänomen schon einmal beobachtet. Damals haben die dritte Flotte und ich hier ankam, als die dritte Flotte und ich hier ankamen. Wir fanden heraus, dass im Zentrum des Miasmas ein Monster lauern musste. Es kann also gut sein, dass der Drachenälteste, den du jetzt suchst, eben dort im Miasma lauert. Lass uns keine Zeit verschwenden. Du wirst die Hinweise am Grund des Tals finden. Wenn du genug gesammelt hast, erstatte der ökologischen Forschungsgruppe Bericht. Alles klar? Gut. Schau mal einer an. Was machst du denn hier draußen? Warte, lass mich raten. Du verfolgst einen Drachenältesten, nicht wahr? Darüber habe ich in letzter Zeit auch nachgedacht. Das Miasma im Tal hat in letzter Zeit zugenommen. Ich habe es selbst gerade erst bemerkt, als ich das Tal durchstreifte, wie ich es oft tue. Ich weiß noch, dass das schon mal passiert ist, als die dritte Flotte ursprünglich ankam, während der Ältestenwanderung vor 20 Jahren. 2 Jahrzehnte wandere ich schon umher und finde nichts, aber dann hat sich etwas Wichtiges verändert. Ihr seid hergekommen. Ihr habt die Spur des Drachenältesten gefunden und seid ihr gefolgt. Und bald werdet ihr Orte erreichen, die selbst ich noch nicht gesehen habe. Nun gut, ich werde versuchen herauszufinden, was die Zunahme des Miasmas verursacht. Durchsuch das Tal, vielleicht kannst du ja die Fährte des Drachenältesten finden. Ach, da ist ja noch ein Ausrufezeichen. Ich möchte dich was fragen. Hast du letztens eine Quest namens Ein prickelnder Geschmack erledigt? Das war für mich. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Für ein kleines Nebenprojekt habe ich die Vorsitzende um einen Reißzahn eines großen Gyros gebeten. Was ich den gebraucht habe, sagen wir mal, ich habe etwas Dämonisches gebastelt. Gehe zur Kantine in Astera und seh dich um, wenn du ein wenig Zeit hast. Dann bis später. Dämonen-Kartoffelbräu als Zutat. Die will bestimmt die Quest starten und die... Da ist ja noch ein Ausrufezeichen für uns. Ah, Jägerin, du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich habe einen kleinen Auftrag für dich. Es gibt da etwas, dem wir in den Dritten nicht widerstehen können. Und ich möchte, dass du uns hilfst, es zu finden. Wenn du das für mich tust, werde ich dafür sorgen, dass die Früchte deiner Arbeit in der Kantine von Astera landen. Es gibt nur einen Haken. Diese Sache muss zwischen uns bleiben, verstanden? Kein Gerede, keine Gerüchte, nichts. Ich will keinen fälschen Eindruck bei den Gaunern in Astera erwecken. Die glauben jetzt schon, dass wir hier über nichts anderes reden. 2 Donnerbeutel will er haben. Damit wir einen Meisterbräu bekommen. Dann gehen wir doch mal zurück nach Astera. Das ist mal wieder ewig. Aber daran haben wir uns ja schon gewöhnt. Hier.
Ah, meinst du, du könntest einem alten Mann bei seinem Problem helfen? Das Lager der Kantine sieht wahrhaft karg aus. Und ein leeres Lager bedeutet leere Mägen. Unser guter Chefkoch sieht betröppelt als ein Abtonot auf offener See aus. Und ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Darum brauche ich jemanden, der mir aushilft. Ich schreibe dir eine Lieferanfrage aus. Erweise mir die Ehre. Okay, das können wir doch sofort erledigen. Oh, das Lederhaut. Haben wir ein Lager aufgebaut. Das hier können wir auch. Ein Puke-Puke-Beutel. Prismatische Paprika. Das haben wir aber leider noch nicht. Ein Donnerbeutel zum Beispiel. Beutezüge sind auch noch voll ausgerüstet. Doch mal. Ich kann nur. Ne, den Palico kann ich hier nicht ändern, aber ich nehme schon mal die Quest an. Kushala Daora, Stahldrache. Na, das probieren wir doch mal aus. Rang 14. 40 Minuten Zeit oder 50 und dann nehmen wir doch schon mal hier etwas Leckeres zu essen in der Kantine ein, bevor wir losziehen. Nehmen wir hier das Gericht für die Verteidigung. Dann müssen wir ja nur noch die Gegenstände für die Gesundheit mitnehmen, dass wir die gleich wieder erhöhen. Okay, die Quest ist bereit. Dann gehen wir los und das können wir ja noch im Zelt abändern. Genauso wie die Ausrüstung vom Palico. Spuren entdeckt. Ja, wir brechen gleich auf. Ich will noch gerade, wie gesagt, noch die Sachen vom Palico abändern. So, der hat nämlich die Plünderklinge und nimmt den Blitzfliegenkäfig mit. Und bei mir nehme ich mal den den Windtalisman mit. Keine Ahnung, mal gucken, was das bringt. Auch weil meine Verteidigung dann runtergeht. Und wir brauchen noch den Trank hier. Wo ist er denn? Hier, Meganährstoffe nehmen wir mit. Wir haben ja noch nicht genügend HP oder Gesundheit halt. Denn hier in der Truhe was zum Heilen. Und wir haben natürlich unser Gesundheitsbooster mit dabei. Ja, dann gehen wir doch mal den Drachen suchen. Wurde ja sofort entdeckt. Da unten sind Katzen. Oder nicht weit von hier sind die Katzen. Die
Die sind mir aber auf der Karte jetzt doch, die sind hier angegeben. Nehmen wir doch die Katzen noch mit, das kann ja nicht schaden. Finde ich jetzt eine Katze mehr, die uns beim Kampf hilft. Kann nicht schaden und die sind ja auch nicht weit hier von hier. Wo sind die denn jetzt? Irgendwie, mir angezeigt, dass man hier ins Lager gehen sollte, aber muss man da anscheinend gar nicht hin. Naja. So, wie komme ich jetzt zu den Katzen? Doch nochmal eine extra Runde hier. Da sind sie doch. Na, kommt doch mal mit. Und wir brauchen kein Ziel mehr. Ach, dann suchen wir doch mal den legendären Drachen. Mit der Ninja-Unterstützung der Palikos. Wir nehmen einfach alles mit, was wir mitnehmen können, aber so... Ah, Zwischensequenz. Guter Tipp, nutze alles, was du zur Verfügung hast. So, der hat den Blitzkäfig schon gebaut, denn hoffentlich kommt er nochmal hier rüber. Oh nein, er haut natürlich nur Wind in unsere Richtung. Selber bequemt er sich nicht hier rüber. Na, 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 dreh dich mal bitte um. So habe ich das doch gerne. Einfach draufhauen. Au, der trifft mich aber gewaltig oder ziemlich gut. Lass mich in meinen Health Booster. Autsch. Oh na, der trifft ja ziemlich gut. Ich weiß es nicht, ob das so schlau war, den das Windamulett zu nehmen.
Aua, ich glaube, ich muss hier ein bisschen weg. Schön, Nikomate hat einen Käfig da gebaut. Dann versuchen wir ihn mal hier rüber zu bekommen. Na, 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 na. Guckst du hier hin? Au. Das hat ihn auf jeden Fall getroffen. Und ich hacke hier in nirgendwo. Und bin natürlich verwirrt. Ja, Nikomata, danke dir. Ja, das war knapp. Hat der schon eine rote Nase? Hat er die immer gehabt oder ist das, weil ich ihn ein bisschen getroffen habe? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, es hat geklappt. So mag ich das, so soll das laufen hier. Hat Material verloren. Und fand das jetzt natürlich nicht so geil und ist abgehauen. War ja auch irgendwie klar. Geheilt und gerückt hinterher. Na, und wie sauer bist du jetzt? Ich würde vermuten, ziemlich. Da, der hat Nikomate angegriffen. Mieser, fieser Drache. Wow. Ah, Nikomate hat hier schon. Mathe hat wieder mitgedacht und direkt einen schönen Blitzkäfig für uns hier hingestellt. Musste ich jetzt noch nicht mal meinen Blitz verwenden. Aua. Hey, ich wollte gerade dich angreifen, du miese Drache. Drachenbrut oder wie auch immer man dich nennen soll. Da, zurück zum Booster. Nice try, nice try. Übel, übel, übel. Ist irgendwie lustig, dass er so eine rote goldene Nase hat. Die rote Nase ist ein bisschen untertrieben. Ich wollte ja nur, dass er in die Falle läuft.
Nico Mada da schon so eine schöne Falle hinstellt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Jetzt hör mal auf, hier so ein bisschen Wind zu machen. Der gleich übertreiben, der Drache. Wir sind etwas drüber geflogen, würde ich mal sagen. Oh, das ist nicht so schlau. Oh Gott. Mit Blitzfliegenkäfig und er hat uns noch umgerannt. Also, das hat den Trank unterbrochen. Fiesen Windschlag da. Wind, wo man nur hingucken kann. Wuhu, aua. Das hat dir wohl nicht so gefallen. Ja, dann trifft ihn ja anscheinend am besten bei den Vorderpfoten. Jetzt haut er wieder ab. Den Stein nehmen wir mit, die Spur auch. Wo denn ist die Spur? Wo ist er denn hingeflogen? Ist er nicht allzu weit vom Lager? Da gehen wir jetzt mal hin. Na, ein paar Vorräte hier würde ich mir nämlich wieder aufstocken, die ich verbraucht habe an Heiltränken. So viel Zeit muss sein. Einmal hier wieder voll. Und das hier auch wieder voll. Sup. Okay, wir brauchen noch kein Essen. Dann gehen wir doch direkt wieder los. Scheint, wir sind wieder in die falsche Richtung unterwegs. Ja, wo ist er denn? Komm schon, krieg ich mal schneller. Den Honig nehmen wir auch noch mit. Da ist er doch. Der wartet ja schon ganz nett auf uns. Das war jetzt super dusselig. Wir haben das Teil da oben getroffen, aber es überhaupt nicht hingekriegt, ihn mal zu treffen, weil die Flügel anscheinend sehr robust sind und ich da nicht durchkomme mit meinem kleinen Messerchen. Autsch, 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 autsch. Ist doch alles okay. Muss ja nicht ausrasten, okay. Jetzt hat er es kaputt gemacht. Ich kann einfach auch nichts lassen hier. Der Drache muss mal wieder alles kaputt machen. Wo sind hier unsere
Das wäre schon mal schön daneben. Einmal auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Nikomate hat intelligenterweise direkt den nächsten Blitzkäfig dahin gebaut. So nervig. Da ist wohl jemand sauer. Au. Das war wohl ein bisschen daneben. Ich hätte gedacht, das trifft ihn direkt. Dem war wohl nicht so. Ich sag mal, der scheint ziemlich sauer zu sein, so wie der hier von A nach B springt. Wir haben ja hier noch die Glockenblumen oder Lilien oder wie sie auch immer heißen mögen. Au, so viel dazu. Ab zum Blitzkäfig, der da hinten ist. Aber hier haben wir noch eine Lilie. Ne, das ist wieder diese Falle, die Nekomata gebaut hat. Die scheint bei ihm ja nicht viel zu bringen. Weil meine Ausdauer hat sich reduziert, das ist auch nicht so gut. Da fällt nichts runter. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob da nichts runterfällt. Wo ist er denn? Da hinten. Was liegt da denn? Das ist, glaube ich, unser Superstein. Ja, und jetzt haut er wieder ab. Und wo ist der hin? In die Nähe vom Camp? Dann stocken wir doch wieder unsere Sachen auf. Ohne Items ist nie gut. Und natürlich die Ausdauer wieder herstellen. So. Megatrank bitte wieder, die auch bitte wieder. Das brauchen wir nicht. Wir haben alle Blitzdinger verschossen. Ich habe glaube ich auch keine mehr. Doch, da oben. Das sind meine letzten drei Blitzkapseln anscheinend, sonst muss ich neue herstellen. Ist er wieder nach hier oben gegangen? Ne, er ist nicht da oben, aber hier ist hier unten in dieser Ebene hier. Kann man doch eigentlich, glaube ich, auch hier rutschen. Yay! Dick am Monster vorbei.
Ach. Aha, das funktioniert. Einmal hat es funktioniert, so wie es funktionieren sollte. Oh, ich fand das aber gut. Der fand es natürlich nicht gut, der Drache. Au. Deinen Wind von A nach B zu schießen und komm mal hier rüber. Genau. Schön in die Blitzkapsel von Nekomata rein. Autsch. Ich glaube, der findet die ganze Aktion von uns hier nicht so gut. Da ist eine Kröte. Nicht doch zur Kröte. Ach, das war keine Kröte. Oh Mann, dafür lasse ich mich hier verprügeln für nichts und wieder nichts. Ja, super. Ich habe nichts mehr gesehen und habe nur noch darauf geachtet. Ich weiß, ich kann es auf der Short-Taste benutzen, aber ich muss lieber so. So, was hast du denn hier für traumhafte Essenssachen? Nicht mit der reden, um was zu essen. Ich muss mich hier hinsetzen, um was zu essen. So, einmal die Verteidigung hoch. Jetzt haben wir natürlich hier den einen Trank gerade rausgemacht. Ein paar Mega-Nährstoffe. Die können wir unterwegs zu uns nehmen. Und noch ein, glaube ich. Oder der war jetzt Verschwendung, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf ein neues. Zu dem gemeinen Drachen. Ja, genau du. Das ist gerade gar nicht cool, du Drache. Ah, das war irgendwie vorhersehbar, aber ich war mir auch nicht so sicher, ob hier direkt einer abfing. Ich dachte, 5 Sekunden habe ich noch. Dann sammeln wir doch mal ein bisschen das Material hier ein, wenn schon, denn schon. Ein Drachenschatz. Kommt er nicht mehr in seine Nähe hier. Du blöder Drache, als ob er es gerochen hätte. F you, yeah, seriously. So ein Gesundheitsbooster, das bringt einen noch eher um, als wenn man sich kurz selber heilt. Ja, klar. Nee, nicht mit mir, tschö.
Mieser Drache. Mieser Drache, da kann ich gerade echt nichts anderes zu sagen. Oh, jetzt in die Lehmkröte rein, das geschieht dir ganz recht, du Mieser. Ja, jetzt auch noch schreien hier. Und sich verkrümeln, das war ja klar. Mieser Drache. Wo ist er denn hingegangen, der Feige? Jetzt, wo er noch mal eine abbekommen hat, hat er sich dann verdrückt. Nur weil dein blöder Wind nicht funktioniert hat. Ja, versuch's doch. Hier ist eine Wand. Hat einen Blitzkäfig gebaut. Ach ne, die hat die Blitzfalle gebaut. Aua, ich glaube, er ist so richtig mies drauf. Macht's auf jeden Fall den Eindruck. Irgendwie scheint die Falle ja null zu bringen. Gegen Blitz hast du auch nichts auszurichten, du mieser Drache. Schreit er natürlich wieder. Wo will er denn jetzt schon wieder hin? Nur weil wir ihn gut zusetzen konnten, haut er natürlich wieder ab. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Er scheint tödlich schon verwundet zu sein. Puh. Wir haben zwei große Fässer dabei, die uns hoffentlich helfen, den Guten zu erledigen. Sehen wir die ganze Ecke hier hochklettern. Sind noch ein paar Kräuter. Die kommen uns nur recht. Und da schläft er wie ein Baby. Komme ich denn jetzt da hoch? Da schläft er doch wie so ein Idiot. Kommen wir denn da hin? So, warum konnte ich da eben einfach so hinklettern? Jetzt weiß ich auch, wie man da hinkommt.
es war ja klar, dass er erstmal losschreit hier. Mit seinem Wind nervt er wirklich extrem. Wir versuchen einfach blöd drauf zu kloppen und ihn irgendwo zu treffen, denn jeder Treffer zählt, sage ich mal so. Super, Nekomata hat einen Blitzkäfig direkt da vorne hingestellt. Also ihm direkt vor der Fresse, das ist natürlich nicht so gut. Okay, wird Zeit, dass wir hier die Pille nehmen. Dass wir hoffentlich hinbekommen, bevor er uns trifft. Meine Güte, also der ist echt übelst, wenn man hier oben ist, in dieser kleinen Ecke hier. Ich werde mal eins höher gehen. Was haben wir denn hier? Einmal Ausdauerinsekt. Na, und jetzt ist er erledigt. Super. Ich ja vielleicht auch alleine hinbekommen können. Naja, dieses Mal halt zu zweit. Gucken, wie es gleich weitergeht, aber wir haben ihn endlich besiegt bekommen. Nekomata hat dann noch einen Blitzkäfig hingestellt. Den wir theoretisch hätten verwenden können. Er sollte er aber unten hinstellen. Naja, ist ja nicht schlimm. Aber jetzt weiß ich auch, dass man hier rüber da hinkommt. Deswegen, aber warum bin ich denn eben einfach ohne diese Ecke da hochgekommen? Naja, ohne den Käfer. Was haben wir denn bekommen? Der Ora Drachenschuppe und Gewebe. Große Belobigung. Einige Sachen und Drachen der Nied. Insektenforscher und Wartungsjuwel. Alles auf 1. Kuschala, Kuschala, der Ora Größtes, der Paliko hat eine Stufe hochbekommen, der Blitzkäfig hat sich auch hochgelevelt. So. Jetzt schauen wir doch mal, ob noch eine Zwischensequenz kommt hier. Stimmt, man hat ja den Drachen besiegt oder vielleicht muss man erstmal mit jemandem reden. Du bist also zurück. Gut, wie ich sehe, ist deine Untersuchung der Drachenältesten erfolgreich verlaufen. Du leistest gute Arbeit da draußen, besser als je jemand, den wir da draußen geschickt haben. Ruh dich erstmal ein bisschen aus, in Ordnung? Du kannst dich später um die restlichen Drachenältesten kümmern. Übrigens, es gibt da etwas, worüber ich mit dir reden möchte. Ich habe es schon mehrmals mit den Gelehrten besprochen. Aber wir können immer noch nicht bestimmen, warum die Drachenältesten so aufgebracht sind, obwohl wir doch den Nergigante erledigt haben. Wir sind uns nur darin einig, dass hier etwas extrem Ungewöhnliches vorgeht.
Das bedeutet, dass etwas die Ursache dafür sein muss, selbst wenn wir noch nicht identifiziert haben, was es ist. Was also ist der Grund? Warum sammeln sich die Drachenältesten wieder in ihrer Heimatstadt, auf den Kontinenten verstreut zu bleiben? Statt auf den Kontinenten verstreut zu bleiben? Ist dort etwa etwas? Und falls ja, könnte es das sein, wonach mein Freund all die Zeit gesucht hat? Ja, das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Wenn wir da wieder mit dem Chef-Ökologen gesprochen haben und wir bestimmt noch eine neue Quest bekommen, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.